Ich schätze an der Arbeit am meisten den Kontakt zu den Patienten, die abwechslungsreiche Arbeit, also gerade, dass man an sehr vielen Geräten unterschiedlich arbeiten kann und auch jeden Tag irgendwas Neues hat. Ich bin Judith Hartmann. Ich mache hier die Ausbildung zur medizinisch-technischen Radiologieassistenz. Der Aufgabenbereich ist ziemlich vielfältig. Wir haben nicht nur konventionelles Röntgen, sondern auch Schichtbildtechniken, also CT, Magnetresonanztomographie, Angiografie und Durchleuchtung, Mammographie und Nuklearmedizin. Und Strahlentherapie gehört noch dazu. Wenn ich jetzt heute im Röntgen wäre, kontrolliere ich erst meine Gerätschaften, schaue, dass alles technisch einwandfrei funktioniert. Dann schaue ich auf meine Patientenliste, dann rufe ich sie dann halt auf und starte die Untersuchung. Das erste Jahr ist überwiegend schulisch. Da sind wir 4 Tage in der Schule und 1 Tag in der Klinik in der Woche. In der Schule eignen wir uns halt gerade im ersten Jahr relativ viel Grundwissen an. Gerätetechnik, Gliedkarten und so weiter, die gerade relevant sind für die Nuklearmedizin. Dann im zweiten Jahr gehen wir schon eher in die Praxis. Da sind wir 2 Tage hier, arbeiten schon auch an den Großgeräten, gerade wie Durchleuchtung, CT und so weiter. Im dritten Jahr ist eigentlich nur Examensvorbereitung, Wiederholung, Üben und dann Halbsexamen. Die Ausbildung an sich ist schon ziemlich vielfältig und wenn man dann weitermachen will, kann man entweder eine Praxisanleitung machen oder eben auch eine Stationsleitung. Man könnte aber dann auch noch mal weitergehen und eine Lehr-MTA draufsetzen. Dann kann man an verschiedene Schulen gehen und unterrichten. Man kann auch einen Medizintechniker draufsetzen, das ist so eine 2-jährige Fortbildung. Wenn ihr euch für die Ausbildung interessiert, dann seid neugierig, informiert euch, sucht euch eine Praktikumsstelle vielleicht auch. Das ist einfach ein sehr toller Beruf mit sehr viel Patientenkontakt, sehr interessant und sehr vielfältig.